Hallöchen, es freut mich wirklich sehr, dass du meinen Kanal eingeschaltet hast. Hast du noch nicht abonniert, dann drück doch gleich auf den Abo-Button, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpassen kannst. Heute zeige ich dir, wie du so wunderschöne, beidseitige Schneeflocken aus Papiersilber machen kannst. Als erstes knickst du dir ein A4-Papier so um und schneidest es dann entlang der Linie ab. Jetzt knicken wir uns diese Spitze auf die gegenüberliegende. Und diese Spitze ebenfalls auf die gegenüberliegende. Jetzt haben wir hier eine geöffnete Seite, eine geschlossene und wieder eine geöffnete. Die geschlossene knicken wir uns jetzt so nach unten. Und schneidest es hier quer ab. Daraufhin schneidest du dir ab der geöffneten Seite so dünne Streifen in ein gefaltetes Stück. Und je näher du an die geschlossene Mitte schneidest, desto franziger ist dann am Ende deine Schneeflocke. Am Ende lege ich mir nur noch die Schneeflocke auseinander. So eine Schneeflocke habe ich mir aus einem A4-Papier, aus einem A5-Papier und aus dem Rest vom A4-Papier gemacht. Zum Aufhängen klebe ich mir mit Tixo ein Bandel auf die größte Schneeflocke. Auf diese Schneeflocke klebe ich die mittlere und zu guter Letzt noch die ganz kleine Schneeflocke darauf. Wenn du möchtest, kannst du dir die Schneeflocke so lassen oder noch von der anderen Seite eine mittlere und eine ganz kleine Schneeflocke darauf kleben. Und ich habe mir noch mit einem Kleberklecks in der Mitte der Schneeflocke etwas Kunstschnee darauf geklebt. Hier habe ich mir mit Kleber und Glitzer die Schneeflocke so dekoriert. Hier, wie ich dir gezeigt habe, mit dem Kunstschnee in der Mitte. Und das sind meine Schneeflocken. Ich hoffe, dass dir mein Video gefallen hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln. Hast du dieses immer noch nicht abonniert, dann drück doch gleich auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Mal und tschüss!